Liebe Freundinnen und Freunde des Protagonisten-Podcast, herzlich willkommen zu einer Sonderfolge. Und zwar haben Sebastian und ich keine Kosten und Mühen gescheut, sind nach Portugal gereist, um euch live zu berichten vom Kongress der Europäischen Gesellschaft für Traumachirurgie. Dieses Jahr hat er stattgefunden in Estoril in der Nähe von Lissabon. Wir haben euch dabei den Kongresspräsidenten des ACTIS 2025 vors Mikrofon geholt, der seine rare Zeit mit uns geteilt hat. Wir haben die anwesenden Protagonisten der NIST gefragt, was ihre Projekte vor Ort sind und haben euch direkte O-Töne nach den Sitzungen besorgt. Falls ihr übrigens einzelne Inkongruenzen in der Zeitabfolge bemerkt, das liegt daran, dass wir ein bisschen geschnitten haben, damit ihr noch viel mehr Spaß an dieser Folge habt. Liebe Zuhörenden, liebe Fans des Protagonisten-Podcasts, Sebastian Imach und Paula Beck sind hier mal wieder am Start und wir melden uns nämlich mit einer Live-Sonderfolge vom ACTIS-Kongress in Lissabon, genauer gesagt in Estoril. Das ist ein Vorort von Lissabon, den die Portugiesen wahrscheinlich so mittel finden, aber wir finden es super, weil wir haben Kongress und mehr. Einzelne unserer Live-Gäste werden nachher wahrscheinlich von den besten Surfspots berichten. Aber hier findet das Klassentreffen statt, der internationalen, vor allem europäischen, aber eigentlich internationalen Trauma-Community statt. Und wir haben ein paar der Protagonisten aus der Sektion NIST, die auch hier mit uns da sind, mal zusammengesammelt, die euch ein bisschen ihre Eindrücke erzählen wollen. Ja, unter anderem steht hier auch Professor Dr. Philipp Störmann, aktuell amtierender Schriftführer der NIS und im echten Leben und Alltag Leiter des Traumazentrums am Universitätsklinikum in Frankfurt. Philipp, was läuft bei dir so auf dem ACTIS? Ja, wenn man älter wird, wird man ja immer mehr eingebunden. Du Armer. Ganz schlimm. Ich hatte zweimal Vorsitz in den Poster-Sessions, das war ganz interessant. Und dann hatte ich jetzt gerade noch in der Pelvic Trauma Made Simple Sitzung durfte ich zwei Fälle vorstellen. Das war eigentlich auch ganz interessant, weil die Sitzungen auch ziemlich gut besucht sind. Ja, das Gefühl habe ich auch. Die Leute gehen echt gerne zu den Sitzungen. Es läuft auch nicht so viel parallel wie beim DKU, ne? Dadurch knubbelt sich's vielleicht ein bisschen, aber auch das Gefühl, waren die auch so interaktiv? War da viel los? Viel Diskussion? Ja, wir haben sie zur Interaktivität gebracht durch kontroverse Beiträge. Aber das ist ja auch ein Punkt, den du sagst, der ganz nett ist beim ACTIS. Das ist ein bisschen familiärer und man kommt in Europa rum und das ist eigentlich immer ein ganz schöner Kongress, finde ich. Voll gut. Was war dein Highlight dieses Jahr? Oder was wird noch dein Highlight? Ja, das ist ja so ein Gesamtbild. Also was ich immer sehr schätze, jetzt bin ja auch in den letzten Jahren ein bisschen rumgekommen und dann trifft man nochmal Leute. Zum Beispiel war ich ja mal zur Rotation in Los Angeles und der Chef aus Los Angeles ist immer zum Kongress da. Das heißt, man trifft so, klingt man dann viel älter als man ist, aber viele alte Weggefährten aus der Schweiz und so der Austausch mit den Leuten, die man jetzt über die Jahre dann doch kennt, das ist eigentlich immer das Highlight. Und es ist natürlich schön, weil hier sind fast 60 Nationen vertreten. Kann man dann wirklich schon als internationalen Kongress auch bezeichnen, ja. Und die Herangehensweisen ans Trauma sind dann doch unterschiedlich und das ist, finde ich, tatsächlich spannend. Ja, auf jeden Fall. Also das finde ich auch eins der Highlights, dass man wirklich international ist und ganz viele neue Blickwinkel kriegt und total über den Tellerrand guckt. Philipp, vielen Dank, viel Spaß noch und bis bald. Danke. So, und unter anderem stehe ich jetzt hier mit Herrn Professor Hildebrand, Leiter der Unfallchirurgie im Universitätsklinikum in Aachen. Herr Professor Hildebrand ist ein alter ACTIS-Veteran, darf man sagen, schon lange mit seinem Team auch in der ACTIS sehr aktiv. Und er wird den nächsten Kongress in Aachen hosten. Herr Professor Hildebrand, was waren für Sie die Highlights dieses Jahr und worauf freuen Sie sich nächstes Jahr zu Hause am meisten? Ja, auch dieses Jahr durfte ich ja den Kongress hier in Lissabon schon sehr bezüglich des Programms mitgestalten. Wir haben sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir sowohl die unfallchirurgische Seite, aber auch diese Emergency Surgeon Seite, die es ja in insbesondere in Südeuropa gibt, miteinander zu verbinden, um wirklich da auch die unterschiedlichen Aspekte der schwerstverletzten Behandlung aus verschiedenen Sichtweisen zu beleuchten. Und das ist aus meiner Sicht immer wieder sehr, sehr interessant, weil es doch verschiedene Ansätze gibt.
Und was wir auch gemerkt haben, ist, dass es in vielen europäischen Ländern überhaupt kein gutes ausgebildetes Traumasystem gibt. Und das ist eines unserer Schwerpunkte auch für den nächsten Kongress, dass wir es schaffen, in ganz Europa gut ausgebildete Traumasysteme zu entwickeln, so wie wir zum Beispiel das auch in Deutschland haben. Das ist was, was mich auch total fasziniert hat. Ich bin ja damit groß geworden. Ne? Für mich gab es das schon immer. Ich kann mir gar nicht vorstellen, eine Traumaversorgung, der es nicht so ist. Das ist schon spannend. Dafür sind solche Blicke über Tellerrand immer super. Ganz wichtig auch, und da ist die DGU letztendlich auch wirklich ein Vorreiter, muss man sagen. Also wir haben jetzt zum Beispiel unsere S3-Leitlinie Polytrauma-Schwerverletztenversorgung als Grundlage für eine europäische Empfehlungsrichtlinie genommen, wo letztendlich 15 verschiedene Länder sich dann hier bei der ESTIS auf Empfehlungen aus unserer Leitlinie einigen konnten. Und das wird eben jetzt eine European Recommendation for Polytrauma Treatment sein. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, eben auch für diese Länder, wo es kein Traumasystem gibt. Das ist großartig. Super Initiative. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Professor Hildebrand. Ich wünsche noch einen schönen Kongress. Danke. Wir sehen uns in Aachen. So, und wer hier noch steht, ist Herr Professor Christoph Wölfel. Einer der Gründungsmitglieder der NIS und schon immer, so zumindest den Zeitraum, den wir, Sebastian und ich, überblicken können, sehr aktiv gewesen. Aber nicht nur bei der NIS, sondern auch bei ATLS. Christoph ist unser ATLS-Link nach international und in der ATLS Region 15 sind wir, ne? Region 15. So ist es, ja. Hi Paula. Hi Christoph. Wir kommen gerade frisch aus der ATLS-ETC-Session, was auch wieder super spannend war, das Ganze international zu betrachten. Christoph, wie läuft's für dich auf diesem Kongress hier auf dem ECTIS? Ja, ich konnte ja dieses Mal leider nur ganz kurz kommen, bin gestern hier angekommen und musste gleich feststellen, oder durfte feststellen, es ist wie ein Familientreffen. Voll, das Gefühl hatten wir auch, europäisches Trauma-Familientreffen. Ja, also wenn die NIS eine Heimat hat auf dem Kongress, muss man sagen, ist es der ESTIS-Kongress. Das ist genau unser Ding und es war schön, alle zu sehen, die Bundeswehr war da, viele von unserer NIS-Gruppe und das ist einfach, ja, ein Familienausflug und wir hatten einen schönen Abend. Das stimmt allerdings auch. Also Estoril, schöne Stadt. Cascais ist hier direkt daneben, ist auch sehr schön. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Aber das ist genau das, was du sagst. Ne? Das ist hier dieser Kongress, da geht es einfach um Schwerverletzte. Da geht es nicht um kaputte Knochen, sondern da geht es wirklich um rund um Schwerverletztenversorgung. Das ist ja genau das, was wir eigentlich wollen. Ne? Also mir hat es total gut gefallen und ich glaube nicht nur mir. Ja, also mir hat es auch wirklich gut gefallen und schön war unsere Sitzung heute. Da ging es ja um das Thema ETC-Kurs und ATLS. Sind wir eher kompetitiv oder komplementär? Wir sehen uns ja immer schon komplementär. ATLS als die Basis, das Fundament der Behandlung und ETC eher so als Trauma-Leader-Kurs. Und die machen das sehr schön. Was mir besonders gut gefällt, ist, dass sie den Faktor Mensch sehr gut mit einarbeiten mittlerweile. Denn das, also diese non-technical skills sind sicherlich etwas, was wir dringend noch mehr betonen müssen bei all unserer Ausbildung, insbesondere auch bei den schwerverletzten Behandlungen. Ja, da merkt man auch wieder, dass wir wahrscheinlich wirklich einen Selektionsbias haben, was unsere Gesprächspartner angeht, Christoph, weil das ist was wir eigentlich in jeder Protagonistenfolge immer wieder feststellen. Es geht einfach um ein Team und es geht ums Zusammenarbeiten und das ist das, was letztlich den Unterschied macht in der Traumaversorgung und was wir hier in den letzten Tagen echt gut sehen konnten. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir eine gute Heimreise. Wir sehen uns am nächsten Mal. Gute Zeit, Paula. Tschüss. Tschüss. Herr Professor Stefan Schulz-Drost ist Chefarzt in Schwerin im Helios-Klinikum, sehr engagiert, vor allem was Thoraxtrauma angeht. Und der wird uns ein bisschen über seine Aktivitäten hier berichten. Schön, dass du da bist, lieber Stefan. Ja, danke für die spontane Einladung zum Podcast. Ja, liebe Protagonisten, ist ja nur ein paar Wochen her, dass wir uns in Schwerin getroffen haben und auch immer wieder ventilieren, was so Knochenchirurgie macht und Polytrauma-Management. Und ich glaube, der ESTIS-Kongress ist grundsätzlich eigentlich immer eine gute Extension zu dem, was wir am DKU machen, einfach um so ein bisschen Viszeraltrauma und Acute-Care-Surgery und sowas noch mit abzubriefen. Und letztlich ist der Fokus, den ich mit betreue, wie Paula gesagt hat, immer so ein bisschen Thoraxtrauma und im Speziellen da eben auch die Thoraxwand.
Und wir haben es dazu geschafft, dass die Chest for Injury Society mit Kernfokus aus den USA jetzt wieder Gast-Society hier ist und ein Symposium heute Nachmittag macht, wo wir also eine Session nur über Rippen und Sternum und alles drumherum uns unterhalten werden. Und das bringen wir auch nach Deutschland zurück und machen dann in Berlin im September so ein Chest for International Meeting. Und das bringt uns immer wieder zusammen, mit der NIS in Interaktion zu treten, denn auch die Arbeitsgruppe von der DGU und DGT wird ja von der NIS mitgeführt und durch mich mit moderiert und den Lars Becker. Und somit wollen wir ein bisschen hier international uns auch vernetzen, die Themen nach Deutschland zurückbringen und auch schon nach dem Kongress, ist vor dem Kongress, nächstes Jahr für den nächsten ACTIS in Aachen unter der Leitung von Professor Frank Hildebrand dann natürlich auch wieder präsent sein. Ja, vielen Dank, Stefan. Hallo erstmal von meiner Seite. Ich gebe dir da vollkommen recht. Ich bin zum ersten Mal beim ACTIS. Das ist ein tolles interdisziplinäres Format, so wie wir alle, die Protagonisten aus der NIS, uns eigentlich ja Emergency Surgery vorstellen, eben nicht nur reine Knochenchirurgie, sondern viel weichter Chirurgie, Organchirurgie. So haben wir auch einen weiteren Gast finden können, Dr. Betty Köbel aus dem Bundeswehrkrankenhaus in Ulm, dort in der Viszeralchirurgie. Die Klinik hat einen bisschen aufwendigeren Titel, das kannst du gleich am besten selber vorstellen. Was machst du hier? Ja, hi Sebastian. Ja, Benny Köbel aus Ulm, aus der allgemeinen Viszeral- und Thoraxchirurgie. Ich stelle ein Projekt vor, hier auf dem ACTIS, das Trauma ein, verschiedene Fachgesellschaften. Und man kann Trauma nicht ohne Neurotrauma denken, denn bei allen Fortschritten, die wir so gemacht haben in den letzten Jahren, das schwere Schädel-Hirn-Trauma verbleibt der Outcome-limitierende oder die Outcome-limitierende Einzelpathologie. Und das ist ein Projekt, was mir am Herzen liegt, zusammen mit dem Professor Sandro Krieg, Chef der Neurochirurgie an der Uniklinik in Heidelberg. Der Scalpel Trial, den ich hier vorstelle, haben wir aufgelegt. Multizentrischer, randomisiert prospektiver Trial, wo wir uns einer neuen chirurgischen Behandlungsoption bei Patienten mit einem schweren Schädel-Hirn-Trauma widmen wollen. Und zwar gibt es ganz gute Daten dafür, dass es eine Korrelation zwischen dem intraabdominellen Druck gibt und dem Hirndruck. Und bisher verblieb ja eigentlich als chirurgische Behandlungsoption nur die dekompressive Kraniektomie mit der Evidenz, wie wir sie zum Beispiel vom Rescue-ICP-Trial kennen. Also wir senken zwar den Druck, wir schaffen zusätzliche Überlebende. Diese Überleben verteilen sie aber übers funktionelle Spektrum. Und wir haben halt auch Überlebende mit einem schlechten Outcome, sodass wir da einen neuen Weg gehen wollten. Und die dekompressive Laparotomie in dieser Pilotstudie als alternative Untersuchung. Und genau, super spannende Idee. Wir haben ja schon die ersten Patienten eingeschlossen. Trotzdem, so ein Trial, der viele Fachbereiche zusammenbringt, ist natürlich organisatorisch nicht ganz einfach. Und deswegen erwarte ich mir, hier auch ein bisschen Werbung zu machen und vielleicht noch Zentren für den Trial zu begeistern und zu rekrutieren. Sag mal, und wenn jetzt einer von unseren Zuhörenden irgendwie denkt, ach ja, wir haben auch ganz viele mit Neurotrauma, kann man dich dann einfach anrufen? Oder wie funktioniert das, wenn man rekrutiert werden will? Ja, unbedingt. Ihr könnt mich oder den Professor Sandro Krieg gerne kontaktieren. Mich am besten per E-Mail, darf ich das jetzt im Podcast einfach sagen, oder ist das Werbung? Weiß nicht, ob dein Arbeitgeber Bundeswehr damit also ein Problem hat. Das wäre Benny. Wir machen das anders. In die Shownotes. Wir tun es in die Shownotes, oder ihr schreibt es an unseren Protagonisten-Podcast-E-Mail. Das ist protagonisten@auc-online.de und wir leiten das weiter an den Benny Köbel. Wenn ihr Studienzentrum werden wollt für die Neurotrauma-Studie des Scalpel Trial, klingt schon mal gut, will man auf jeden Fall machen. Also war das erstes Akronym und die Studie. Wofür steht das Akronym jetzt genau, Benny? Das ist gemein, Sebastian. Es ist die Standard Craniectomy Against Laparotomy for the Traumatic Rise. Das müssen wir rausschneiden. Nichts wird hier geschnitten, ist live. Okay. Nein. Also auf jeden Fall meldet euch für die Scalpel-Studie. Oder auch, wenn ihr Kommentare, Fragen und Anregungen habt, gerne immer über unsere Protagonisten-E-Mail-Adresse. Benny, vielen Dank. Wir sind sehr gespannt nachher auf deinen Vortrag. Wir haben noch mehr Gäste da. Zum Beispiel steht hier noch Helena Düsing, Dr. Med Helena Düsing. Die arbeitet in der Uniklinik in Münster, vornehmlich in der Notaufnahme. Gell? Ist auch aktives NIS-Mitglied seit langer Zeit, hat mit der NIS viel publiziert und ist seit letztem Jahr mit mir zusammen auch im nichtständigen Beirat der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie, also auch berufspolitisch unterwegs. Helena, was führt dich auf den ACTIS? Ja, ich habe mich für den ACTIS entschieden, weil ich die
Themenauswahl so spannend fand, was ja meine Vorredner auch schon gesagt haben, endlich so die richtige Mischung auch aus Viszeraltrauma und Knochentrauma in beim DKU und ähnliches, beschäftigen wir uns ja meistens nur mit den Knochen und hier kommt mal die Expertise für alles zusammen. Und ich finde es auch super spannend, mal zu hören, wie machen es eigentlich so die anderen. Es gab jetzt ja schon so ein paar Sitzungen zu Themen, die wir in Deutschland gar nicht so abbilden können. Weil Gender Equity zum Beispiel. Auch, das können wir auch nicht so gut in Deutschland. Sebastian fühlt sich diskriminiert in diesem Podcast. Ich entschuldige mich in aller Form, werde das aber genauso weiterführen. Nee, aber ich habe vor allem auch Sessions gesehen zum Thema zum Beispiel Fresh Frozen Allografts. Das ist ja was, mit dem wir uns in Deutschland gar nicht auskennen, weil nicht verfügbar. Und da so die Erfahrung zu sehen und genauso die Amerikaner, wenn sie berichten über Vollbluttransfusionen, das sind ja so Themen, die wir in Europa nicht so kennen. Und das finde ich super interessant. Noch nicht vielleicht, ne? Keine Ahnung, wo die Reise hingeht mit dem Vollblut. Ist auf jeden Fall total spannend. Ich finde auch gerade die Amis und die Südafrikaner, die haben einfach viel mehr Street Cred, was penetrierende Verletzungen angeht. Schuss, also wenn man sich das anhört, Single Center Trials mit 560 Mehrhöhlen Schussverletzungen in einem Jahr. Also ich glaube, das kriegen wir nicht zusammen, wenn wir das komplette Traumaregister aufs Jahr auszählen. Oder Sebastian, hast du Zahlen dazu? Nein, wir haben uns nicht vorbereitet. Aber absolut gesehen werden wir schon eine 500 penetrierende, also Schussverletzung haben, das schon, wobei wir lösen das ja gar nicht so genau auf. Aber also wie viel Prozent penetrierende Traum haben wir denn überhaupt? Fünf und dann könnten wir jetzt ausrechnen, wie viel Patienten das pro Jahr sind, aber. Einzelne Zentren ja zweistellig, auch mittlerweile in Deutschland, muss man sagen. Ja. Berlin scheint da ein gutes Pflaster zu sein. Deshalb werden wir die Berliner für genau diese Geschichte penetrierende Verletzungen auch noch im Podcast nochmal gesondert sprechen und mal überlegen, wie die sich auf diese Herausforderung vorbereiten. Anna, vielen Dank. Sonst irgendwelche Reisetipps? Wir wollen auch so ein Reisepodcast sein, der Empfehlungen für Esturie gibt. Du hast eine ganz besondere Erfahrung hier gehabt, habe ich gehört. Ja, also ich kenne tatsächlich die Gegend hier auch schon von früheren Surfurlauben. Jetzt habe ich es nochmal mit anderen Augen kennengelernt. Ich habe ja die ganze Familie mitgebracht und ja, wir machen ein bisschen Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Wir machen Urlaub und Kongress und ja, wir sind hier mal ein bisschen spazieren gegangen und wenn man hier einmal rechts abbiegt, ist hier auch noch ein anderer spannender Kongress, wo ich ein bisschen Zeit verbracht habe. Hier scheint eine Bodybuilder-Meisterschaft stattzufinden mit Posieren im Garten vor dem Casino. Das war auf jeden Fall auch eine spannende Erfahrung. Ist ja auch im weitesten Sinne muskuloskeletal, muss man sagen. Ja. So ist es. Und wir hoffen, dass dein Chef nicht zufällt, aber meiner Wahrnehmung nach warst du da öfter als hier. Kann das sein? Es ist halt draußen und das ist ein Unterschied. Und das Wetter ist super, muss man sagen. Nicht zu warm, aber sonnig und es gibt Palmen. Also große Empfehlung für diesen Austragungsort des Kongresses. Unser nächster Gast ist Dr. Mila Paul. Die kennt ihr schon, liebe Zuhörenden. Wir haben mit Mila in Folge 2 von unserem Podcast gesprochen, weil die Würzburger tatsächlich diejenigen sind, die am meisten Schwerverletzte eingeschlossen hatten ins Traumaregister. Ich glaube 2021. Ja. Aber jetzt ist Mila hier als Teilnehmende und auch aktive Teilnehmende hier auf dem ACTIS-Kongress. Mila, erzähl mal, was machst du? Ja, hallo. Hello again. Nice to see you. Ja, ich stelle tatsächlich oder freue mich darüber, das nochmal vorstellen zu dürfen, wie wir es auch schon in dem Podcast eigentlich relativ ausführlich besprochen haben, wie wir so mit dieser Flut von vielen schwer verletzten Patienten bei uns im Zentrum eigentlich umgehen und wie wir die Mannschaft und das Team darauf vorbereiten. Also präsentiere letztlich das Schockraum-Simulationstraining, was wir bei uns machen. Mit harten Zahlen und Fakten sozusagen. Mit harten Zahlen, Fakten und viel Emotionen. Es gibt ein paar Sessions hier tatsächlich so zu Train-the-Trainer-Programm und wie macht man Aus- und Weiterbildung, Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Das sind alles Themen, die offensichtlich nicht nur uns interessieren, sondern auch international eine Rolle spielen. Also sehr viele heterogene, spannende Sessions. Liebe alle, hier stehen alle sehr, wie sagt man, schön im Kreis herum um dieses Mikrofon. Worauf freut ihr euch am meisten den nächsten anderthalb Tage? Wir haben jetzt Halbzeit heute, es ist Dreitageskongress und morgen Mittag ist es rum. Ich bin noch sehr gespannt auf die ATLS-ETC-Session, die heute Nachmittag, morgen stattfindet, glaube ich. Die ist morgen, genau. Da freue ich mich total drauf, die internationale ATLS-Community ein bisschen genauer kennenzulernen. Was sind so eure nächsten Highlights? Sagt ihr da was? Ein Highlight haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Es ist auch Military und Disaster-Sektion hier aus der ISTIS raus.
Und auch das ist so ein Ding, was wir beim DKU eigentlich unterrepräsentieren. Das heißt, hier ging es heute früh in einer ganz interessanten Sitzung um verschiedene Erstsichtungsalgorithmen, sowohl präklinisch als auch innerklinisch. Ein lustiger Vergleich war, die Konsensfindung für die Algorithmen wurde mit einer Zahnbürste verglichen. Jeder soll eine haben, aber keiner will die vom anderen benutzen. Und das gilt für verschiedenste Geschichten in der Medizin. Und also haben wir doch ganz schön geschmunzelt in der Podiumsdiskussion. Aber letztlich ist das Thema aktueller denn je. Wir haben aus Würzburg gerade gehört, es gibt Vielzahl von Schwerverletzten und jeder von uns kann morgen schon Geschehensort sein, mal für einen Massenanfall. Und dann müssen diese Dinge ineinander greifen und einfach präsent sein. Und das hat die Estes schon immer als Fokusthema auch gewählt. Sowohl zivil als auch natürlich mit dem militärischen Aspekt. Sind wir auf einmal auch wieder in der Vollblutdiskussion und wie wir Vollblut verfügbar machen, Walking Blood Banks oder sowas. Sind die Norweger weit vor uns, muss man sagen. Die haben einen anderen Bedarf. Da sprengt auch mal der einzelne blutende Patient die Blutbank des lokalen Universitätsklinikums. Und Benny zitiert gerne die Royal Canadian. Die Franzosen vergessen, ne? Also ähnliches Konzept wie bei uns, die haben das mittlerweile auch. In den Schockräumen um Paris herum würdest du Vollblut bekommen. Wir sind jetzt mittlerweile das gallische Dorf, die sich mit dem Thema noch nicht so befasst haben. Dann nehmen wir das schon mal als Auftrag mit und ich habe versucht, als Marketing-Manager meinem Chef, die Royal Caribbean Cruise Line, hat auch ein funktionierendes Vollblutspendeprogramm. Richtig, Benny? Das hast du mir mit? Seit 2008 hat ein einzelner Anästhesie- und Intensivpfleger aufgelegt. Hunderte Patienten erfolgreich transfundiert. Wir sollten es doch schaffen, mindestens so gut wie die Royal Caribbean Cruise Line zu sein, oder? Das muss doch der Anspruch sein. Das nehmen wir mit. Das ist auf jeden Fall unser Marketing-Pitch für Vollblut in Deutschland. Wir wollen das mitnehmen von hier. Finde ich in der Tat auch. Paula, Highlight für dich, hattest du schon gesagt. Ein Highlight für mich noch. Stefan ist ja nochmal Chest Wall Society und Thorax-Trauma heute nochmal ausführlicher, oder? Ja, das heute Nachmittag, wie gesagt, 16 Uhr. Mhm. Als Gästesymposium haben wir hier eine schöne Session und werden uns dann mit einigen Vorträgen darüber unterhalten. Da ist Christopher Schwering auch da, der auch als Sektionsmitglied NIS uns da immer mit vertritt. Und dann eben die Amis, der Tom White sozusagen als Executive Officer, sozusagen wie so eine Art Generalsekretär. Und auch Mitgründer. Und die Sarah Ann Whitbeck ist die CEO von der ganzen Organisation. Und inzwischen ist es so, dass von einem kleinen Konstrukt 2017 gegründet, mal mit 50 Initiatormitgliedern, sind es jetzt knapp 1000. Und das als weltweites Netzwerk ganz gut. Und die Idee eben auch, das passt wieder zu Estes gut, die nennen sich immer Umbrella Organization. Das heißt, man will mit verschiedenen Fachgesellschaften kommunizieren und eben gemeinsame Sessions machen. Und das ist das Ziel. Ja, ich habe auch noch heute Nachmittag mir Damage Control vorgenommen, weil also da gibt's auch bei uns in der Klinik immer noch Diskussionen drüber, wann Damage Control, wann doch ausversorgen oder wann irgendwas dazwischen. Das war gestern auch schon mal Thema. Das wollte ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Und I disagree with you 300%. Ist ein Zitat aus dem at least 300%. Das ist ein Zitat aus diesem Kurs, nämlich aus diesem Kongress, nehme ich auf jeden Fall mit. Also man muss sagen, es geht heiß her in den Diskussionen, aber es bleibt immer sehr respektvoll. Das macht wirklich Spaß zuzuhören und es ist auch großartig, Leute zu finden, die aus verschiedenen Ecken polemisieren, weil dann kann man für sich vielleicht einen guten Mittelweg finden. Das macht wirklich Spaß. Und was das Vollblut angeht, ich finde, da ist die NIS eigentlich auch prädestiniert, weil ich habe gestern gesehen, dass die Amerikaner natürlich auch so einen Patch entwickelt haben für die Vollblutspender, Heroes. Und in Patch-Entwicklung sind wir eigentlich auch ganz gut. Von daher sehe ich das auch als unsere Aufgabe. Ja, das ist, wenn unser Beitrag der Patch ist, fühle ich uns, also haben wir einen guten Beitrag geleistet. Aber okay, Vollblut nehmen wir mit. Aber Damage Control ist ja ein gutes Stichwort. Repräsentieren wir ja gerade im Traumaregister gar nicht gut, muss man ehrlicherweise sagen, weil wir noch nicht mal, jetzt sei es ein Vorgriff auf die Bogenrevision 2025, darauf haben wir uns nach intensiven Diskussionen nämlich mal geeinigt, dass wir überhaupt die taktische Entscheidung, ist das ein Damage-Control-Patient oder nicht, überhaupt einmal abfragen. Das hatten wir bis jetzt im Register gar nicht abgebildet. Ich glaube, zukünftig wird das noch spannend sein. Elena, Auswerteskizze schreiben. Aber da gibt's doch einen Haken für Damage-Control. Am Ende des Ganzen, aber nie als taktische Entscheidung, aber als Abschluss der Schockraumphase. Okay. Das wäre ja mal interessant, dass wir dann die 70 Minuten bis zur ersten OP irgendwie vielleicht in der Gruppe etwas unterschreiten. Mhm. Ein nettes Projekt für den NIS, würde ich sagen. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da nochmal drüber reden werden. Spannendes Thema auf jeden Fall. Internationale Impulse sind immer gut. Mila, was war oder wird dein Highlight dieses Kongresses? Das passt tatsächlich zum Stichpunkt international. Also ich würde sagen, mein persönliches Highlight im letzten Jahr, da war ich auch auf dem Estes-Kongress, konnte es sehr empfehlen. Slowenien ist auch schön. Ist halt,
Lissabon schlägt schon. Mein persönliches Highlight letztes Jahr war der Talk von Zsolt Bálint, den ich jetzt eben auch gehört habe, deswegen bin ich auch ein bisschen zu spät gekommen, tut mir leid. Dieses Jahr ist es definitiv die Guest Nation Südafrika. Ich finde das extrem stimulierend, die Leute von dort zu erleben. Ich habe gestern eine Session zum penetrierenden Trauma gehört. Ich weiß nicht, ob ihr die jetzt schon erwähnt hattet hier. Die war super spannend. Da ging es ganz viel um penetrierendes thoracoabdominelles Trauma. In welcher Höhle fängt man eigentlich zuerst an? Wie gehen wir mit penetrierenden Halsverletzungen um? Und das aus der Perspektive von Leuten zu hören, die das einfach jeden Tag machen und die einen daran haben teilhaben lassen, das war für mich extrem stimulierend und das werde ich, glaube ich, dieses Jahr vor allem mitnehmen. Sehr gut. Paula. Ja. Sebastian? Eine spontane Popcorn-Folge der Protagonisten, ist es auch genau gedacht. Ich glaube, es steht uns zwar nicht ganz... Ja, wo ist das Popcorn? Was meinst du mit Popcorn? Leichter Konsum zwischendurch für unsere Zuhörenden. Oha, vielen Dank für die Erklärung. Ja, ich habe mich eingelesen in dieses Wording für die Podcasts. Offensichtlich. Es steht uns nicht ganz zu. Professor Hildebrand, das hat Stefan schon gesagt, ist der Gastgeber nächstes Jahr in Aachen. Das heißt, die Reise ist nicht weit. Der Termin können wir euch schon mal sagen. Ich glaube, wir sollten da als deutsche Trauma-Community gut vertreten sein im April, 13. bis 15. April 2025. Strand gibt's nicht in Aachen, meines Wissens nach, aber ich glaube, wir sollten uns da von unserer besten Seite zeigen. Ich hoffe, wir haben ein wenig Werbung für euch gemacht. Das ist wirklich interdisziplinäre Traumaversorgung, so wie wir uns das vorstellen. Liebe Grüße aus Lissabon. Genau, liebe Grüße auch von mir. Schön, dass ihr zugehört habt. Nochmal abschließend, dieser Kongress lohnt sich total. Viele internationale Einblicke. Die Trauma-Community international, es ist voll schön zu sehen, dass man immer wieder das Gleiche hört. Alle sagen ABCDE, alle sagen Mistschema, ATLS wird international gelebt. Das macht total Spaß, macht mit. Ich hoffe, wir sehen uns alle spätestens in Aachen 2025. Wir werden vielleicht wieder live berichten, wenn man uns bis dahin noch ans Mikro lässt. Bis dahin, wir werden mal sehen. Also dann... ich hoffe, ihr habt die Sonderfolge genossen. Planmäßig geht's weiter in unserem drei gegliederten Programm. Und bis dahin verabschieden wir uns erstmal. Einen schönen Tag noch und unfallfreie Heimfahrt. Das wird jetzt mein Running Gag zum Abschied. Ciao!